Ja, heute ist Ostern und da dachte ich mir, ich mache ein Osterspezial. Wie ihr hier schon seht, ein Knallkettenset, nämlich das Hongkong von Aldi. Vico-Feuerwerk, aber gelabelt von Helios-Feuerwerk. Warum die das machen, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Hauptsache, wir bekommen unsere Knaller. Ist noch recht neu, das Set. Er ist 2011 auf den Markt gekommen. Es besteht nur aus Knallketten. Wir gucken uns gerade mal die Rückseite an. Da sieht man nämlich, was alles enthalten ist. Dann haben wir hier 2x32 Schuss China-Knallerkette. Das sind die kleinen, also diese normalen China-Knaller einfach. Dann haben wir hier einmal 16 Schuss D-Böller-Kette. Einmal eine 500 Schuss Mega-Mini-Knallerkette. Und als letztes noch eine 250 Schuss Mini-Knallerkette. Ja, ich habe mir mal die NEM betrachtet und die ist eigentlich ziemlich fett eigentlich. 232,22 Gramm, also das ist schon enorm. Also wir gucken uns auch mal die NEM von den D-Böllern an, weil ich habe gehört, in einem D-Böller sollen mindestens mal 2 Gramm drin sein. Und gucken wir mal uns die Verarbeitung von den D-Böllern und von den China-Knallern an. Gut, gucken wir uns das Set mal an. Ja, wenn ich das jetzt aufkriege. Okay, nach einem kleinen Cut geht es jetzt auch direkt weiter. Gut, also, dann haben wir hier oben direkt mal als erstes die 250er, wird hier auch als Machine Gun bezeichnet. Mini-Knallerkette. Hier ist eine NEM von 52,5 Gramm zu sehen, hier unten. Kann man dann so aufklappen. Hier ist die Lunte. Ich glaube, hier ist auch noch eine Lunte, Ersatzlunte. Okay, legen wir es mal gerade beiseite. Ich mache hier weiter. Machen wir hier mal die Mini-China-Knaller. Die sind nochmal extra eingepackt in so Folie. Zweimal. Wird hier auch wieder als Machine Gun bezeichnet. Hier nochmal eine kleine Abbildung von dem Artikel. Eine NEM ist erstaunlicherweise nur 24 Gramm. Ein bisschen weniger als bei der Mini-Knallerkette. Ja. Gut, dann haben wir als nächstes die ganz große Kette mit 500 Schuss. Auch schon ein ganz schönes Mordsgerät hier. Wenn man sich mal hier das Ding anguckt, kann man genau wie die andere kleinere Kette so aufklappen. Da hat man hier zwei Zündschnüre wieder. Eine und hier die Ersatzzündschnur. Die ist jetzt hier nur verdeckt. Hier drunter, da. Ja. Hier ist eine NEM schon von 105 Gramm vorzufinden. Also echt viel schon. Wahrscheinlich auch der Grund, warum da so viel drin ist insgesamt. So, und dann haben wir als letztes noch die 16er Machine Gun D-Böller Kette. Jo. Hier ist auch wieder so eine Abbildung drauf. Und eine NEM sind 26,72 Gramm. Ja, ich mache jetzt einen kleinen Cut und dann nachgucken wir uns mal kurz da die Böller an, wie die verarbeitet sind und was die NEM von einem einzelnen Böller ist. Bis gleich. So, nach einem kleinen Cut geht es jetzt auch direkt weiter. Ich habe ja gesagt, wir gucken uns jetzt mal die Böller an. Die Folie habe ich jetzt von beiden Packs mal abgemacht, außer beim zweiten von den China-Knallern nicht. Gut, gucken wir, also wir fangen jetzt mal mit den China-Knallern, mit der China-Knallerkette an. Wenn das jetzt hier irgendwie hält, mal schauen. Moment, ich lege gerade mal die Kette da drauf, dann hält das auch. Gut, so sieht sie aus. 32 kleine Böller mit einer Zündschnur, einer durchgehenden, ja, verbunden. Verarbeitung lässt ein bisschen zu wünschen übrig, weil hinten ist Tonerde drin und die Wandung ist jetzt auch nicht gerade die beste. Vorne auch eigentlich dasselbe, wenn man es jetzt erkennen kann.
Die Wandung ein bisschen dicker, aber auch nicht gerade so dick. Und vorne ist auch Tonerde leider schon drin. Ja, NEM, wenn ich jetzt eine hier drauf finde, muss ich gerade mal gucken. Ja, NEM, hier sind 0,75 Gramm. Also ist ziemlich, ja, ziemlich wenig. Aber, naja, es reicht. Gut, dann noch die D-Böller-Kette. Ja, sehen schon ordentlicher aus, aber leider hier schon ein bisschen, ja, gut, Verarbeitung hinten geklebt, aber leider schon Tonerde drin. Wandung, ja, bisschen besser. Vorne, Moment, wenn ich das jetzt, ja, so, Wandung wird etwas dünner eigentlich und vorne ist leider auch Tonerde schon drin. Die leider nicht geklebt, oder? Doch, ist auch geklebt. Entschuldigung, ist auch zugeklebt. Gut, jetzt wollte ich ja mal wissen, was eine NEM von so einem D-Böller ist, wenn sie hier drauf steht. Ja, hier unten ist die NEM. Es sind gerade mal 1,67 Gramm. Also, und ja, hier unten schon die ganze Tonerde kommt da raus. Also, es ist wirklich nicht sauber verarbeitet worden. Ja, also zurück zur NEM. Von 2 Gramm kann man nur träumen, aber sie sind nah dran eigentlich. 1,67 Gramm, okay. Ist eigentlich, es reicht eigentlich. Wenn es 2 Gramm gewesen wären, wäre es eigentlich okay, aber so geht's eigentlich auch. Ja, dann zeige ich gerade nochmal, so aus Spaß, die Kette hier. Ja, so sieht sie dann aus, wenn es komplett ausgeklappt ist. Das ist jetzt die 250er. Mache ich jetzt gerade nochmal die 500er Matte da. Moment. Ja, das ist wirklich ein Lappen hier, ey. Ein richtig fetter Lappen. Weil das Ding knallt ordentlich. Beziehungsweise, ja, die werden wahrscheinlich ordentlich knallen. Die werden wahrscheinlich eher, ja, so kleine Knalleffekte hergeben. Ja. Das Ding passt jetzt wahrscheinlich, ist ziemlich lang. Ja, hier ein Lappen, ein Arm von, und darunter geht es noch weiter hier. Bis hier hinten, darunter liegt nochmal das Set. Bis nach hier hinten und da findet man die erste Visco und hier hinten, wie gesagt, die zweite. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier eine Ersatzzündschnur ist oder einfach so der Schluss ist. Egal, wir werden sie natürlich wie immer testen, allesamt. Gut, wir fangen an mit der 250er Machine Gun Mini-Knallerkette. War ja schon mal ordentlich. Dann machen wir jetzt weiter mit der 32er China-Knallerkette. Jetzt gehen wir weiter mit der 32er Machine Gun China-Knallerkette. Noch die 500er Machine Gun Mini Mega Knallerkette.
gut. Jetzt als letztes noch die 16er Machine Gun Debolder Kette. Viel Spaß.